Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem warmen Büro, aus dem warmen Arbeitszimmer. Draußen liegt der erste Schnee und das ist auch schon eine ganz gute Überleitung. Schnee und ja, besondere Wetterverhältnisse, besondere Lichtverhältnisse auch. Ja, wie man sowas nicht mehr verpasst, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Ja, worum geht's? Es geht um die Viewfinder-App. Die habe ich euch hier auch schon mal vorgestellt. Ein sehr umfangreiches, sehr mächtiges Tool, gerade wenn es darum geht, spezielle Lichtverhältnisse, spezielle Wetterverhältnisse, speziell natürlich auch für uns Landschaftsfotografen vorherzusagen, ist diese Viewfinder-App ja wirklich ein sehr mächtiges Tool und wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es was Besonderes sein soll, der ganz spezielle Nebel oder der rote Sonnenaufgang, ja, da kommt man an dieser App eigentlich fast nicht dran vorbei. Und jetzt gibt es noch zusätzlich was Neues in dieser App und zwar ein Wetteralarm. Ihr braucht also nicht mehr jeden Tag oder jeden Abend oder alle paar Stunden in die App reingucken. Ihr legt euch einfach einen Wetteralarm an und die App informiert euch automatisch, wenn eure, ja, eure geforderte Wetterverhältnisse auftreten. Wie das alles funktioniert und wie man sich so einen Wetteralarm anlegt und wie man dann auch benachrichtigt wird, das ja, schauen wir uns einfach gemeinsam mal an hier. Also ganz oben in der Kopfzeile haben wir noch einmal das Tutorial-Feld, die Tutorial-Schaltfläche. Das ist ja, wenn noch irgendwie was unklar ist, wenn ich mal wieder was vergessen habe, ich weiß nicht mehr genau, wie was funktioniert, einfach da drauf tippen. Da wird alles noch mal genau erklärt und man kann es alles noch mal schön nachlesen. Eigentlich eine super Hilfestellung, ja, wenn noch irgendwas unklar sein sollte. Direkt darunter das Feld für unsere Wetteralarme. Das heißt, wenn wirklich ein Wetteralarm ausgelöst wird, finden wir es unter dem Punkt. Aber das werde ich nachher im Video auch nochmal genau zeigen. Dann ja, so eine kleine Werbefläche und darunter nochmal ein graues Feld, wo deine Wetteralarme konfigurieren draufsteht. Da finden wir ja, im Endeffekt unsere Wetteralarme, die wir uns angelegt haben. Und wenn ich dann darauf klicke, gehen die auf. Und ich kann mir meinen Wetteralarm speziell nochmal anpassen. Dahinter versteckt sich aber noch was. Wenn man auf dieses kleine Häkchen klickt hier an der Seite, geht das Feld schon mal auf. Und dann ja, geht so ein Untermenü auf, sage ich mal, wo drauf steht dein ermittelter Standort. Und das ist eigentlich ja, eine ganz praktische Funktion. Ich muss mir nicht also ständig einen neuen Wetteralarm anlegen, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin und jeden Tag woanders bin. Muss ich halt nicht, ja, für jeden Ort neu, wieder einen neuen Wetteralarm, wieder einen neuen Wetteralarm, wieder einen neuen Wetteralarm, sondern ich kann einfach sagen, ich mache mir hier das Häkchen an und die App, ja, verfolgt automatisch über das GPS, wenn ich es natürlich eingeschaltet habe und die Erlaubnis erteilt habe für die App. Ja, verfolgt die App meine Position und erkennt halt immer, wo ich bin und ja, gibt mir im Endeffekt dann immer für meinen aktuellen Standpunkt einen Wetteralarm raus, wenn ich den denn haben möchte. Und darunter habe ich dann halt die fünf Parameter, die fünf Wetterparameter, die ich mir ja, anzeigen lassen kann, wo ich mir einen Wetteralarm für erstellen kann. Da haben wir einmal die Himmelsröte, goldene Wolken, Nebel und dichter Nebel, Neuschnee und klarer Himmel. Bei klarer Nachthimmel haben wir halt nochmal die Option, dass wir das ein bisschen differenzieren können, ob wir uns immer einen Alarm anzeigen lassen wollen, wenn wir einen klaren Nachthimmel haben oder nur bei Vollmond oder nur bei Neumond. Das können wir hier nochmal so ein bisschen differenzieren.
Ja, das ist im Endeffekt der Punkt, deine Wetteralarme. Der sieht standardmäßig halt, wie gesagt, erstmal so aus mit dem ermittelten Standort. Zu den GPS-Daten sei noch gesagt, die werden sonst nirgendwo weiter gespeichert oder weitergegeben. Das kann man auch im Tutorial nochmal nachlesen. Also ist wirklich nur auf diese App bezogen und die werden jetzt noch nicht irgendwie ja, weiter verteilt oder geteilt oder was auch immer. Okay, ich mache diesen Punkt hier deine Wetteralarme konfigurieren mal wieder zu. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns einen eigenen Wetteralarm selber erstellen. Das heißt also jetzt nicht speziell für unseren Standpunkt, sondern ich sage für irgendeinen Bereich, der jetzt ein paar Kilometer weiter weg ist. Dafür gehe ich einfach auf neuer Wetteralarm konfigurieren und dann geht diese Seite hier auf. Eigentlich hauptsächlich nur die Kartenübersicht mit so einem roten Quadrat. Dieses rote Quadrat ist im Endeffekt der Bereich, für den wir unseren Alarm erstellen möchten. Und ich sage jetzt einfach mal hier, ja, so rund um Oldenburg zum Beispiel, möchte ich mir einen Wetteralarm erstellen. Ich kann dem Ganzen noch einen Namen geben. Ich sage mal Oldenburg. So. Grünes Häkchen und dann haben wir im Endeffekt schon mal unseren Bereich festgelegt, für den wir einen Wetteralarm haben wollen. Jetzt hat die App kurz gerechnet und jetzt ist dieser Bereich schon wieder aufgegangen. Ich mache noch mal eben kurz zu und mache ihn jetzt noch mal auf und jetzt habe ich hier mein Wetteralarm Oldenburg unter dem Punkt Wetteralarme konfigurieren. Und hier kann ich mir jetzt halt auch nochmal einstellen, ja, was ich denn halt, welchen Parameter ich halt überhaupt getriggert haben will. Wieder die fünf Punkte wie gerade: Himmelsröte, goldene Wolken, Nebel, dichter Nebel, Neuschnee und klarer Nachthimmel. Und darunter kann man jetzt halt sehen, unter dieser Strichelinie ist dann halt nochmal dieser Wetteralarm für unseren aktuellen Standort. Den kann ich natürlich auch immer ausschalten, wenn ich das gar nicht möchte. Aber ich finde es immer ganz praktisch. Dann werde ich halt immer informiert, auch wenn ich zu Hause bin. Wenn was Spannendes passiert draußen, kriege ich direkt eine Nachricht und kann dann halt selbst entscheiden, ob ich losgehen will oder nicht. Okay, unser selbst erstellter Wetteralarm ist halt hier oben, Oldenburg. So habe ich ihn auch genannt. Da haben wir noch einmal die drei Punkte daneben. Da kann ich jetzt halt noch einmal den Wetteralarm bearbeiten. Dann komme ich wieder in die Kartenansicht und kann den Bereich zum Beispiel noch mal ein bisschen verschieben. Oder ich kann den halt komplett löschen. Dann ist er weg. Ich kann den Wetteralarm auch hier einmal ausschalten. Oder ich kann halt auch, wenn ich auf dieser Seite ganz runter scrolle, auch einfach erstmal nur sagen, ich möchte keine Push-Nachrichten bekommen, keine Benachrichtigungen bekommen. Dann gehe ich hier einmal drauf und dann kann ich sagen, ja, das soll halt für einen Tag, eine Woche, möchte ich erstmal keinerlei Nachrichten bekommen. Wie das aussieht, wenn jetzt wirklich ein Alarm ausgelöst wurde, das gucken wir uns auch gleich mal an. Ja, und so sieht also der Wetteralarm aus. Hier haben wir dann einmal die Push-Nachricht. Da können wir drauf tippen und dann kommen wir direkt zu unserer Viewfinder-App. Und hier kann man jetzt sehen, der Bereich, der vorher grau hinterlegt war, ist jetzt rot. Hier steht die 1. Und wenn wir dann da drauf tippen, geht unser, ja, unser Wetteralarm auf. Da sehen wir einmal den Bereich, den ich ausgewählt habe. Ich habe nochmal spaßeshalber einfach einen Wetteralarm mir für Schweden, ja, mal angelegt. Nicht, dass ich da jetzt hinfahren will, aber ja, einfach mal ausprobiert. Und genau für diesen Bereich habe ich jetzt halt einen Wetteralarm bekommen. Hier kann man also einmal den Kartenbereich sehen, wo ich mir das ausgesucht habe. So östlich von Halmstad in diesem roten Quadrat. Und darunter steht jetzt ganz genau, ja, was wie passieren sollte. Am 5.12.23 um 8:25 Uhr erwarten wir goldene Wolken. Wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, kann ich mir noch einen Wecker stellen.
Das heißt, ich weiß jetzt, dass morgen um 8.25 Uhr in Schweden goldene Wolken zu erwarten sind. Wenn ich da jetzt wirklich hin möchte, kann ich mir jetzt einen Wecker stellen. Wenn ich jetzt nach Schweden wollte, müsste ich wahrscheinlich jetzt losfahren. Aber ansonsten, wenn ich jetzt vor Ort wäre, könnte ich sagen, ich stelle mir um 7 Uhr einen Wecker. Und dann werde ich automatisch informiert und geweckt und kann passend losfahren. Gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir hier noch einmal das Kartensymbol. Wenn ich darauf tippe, komme ich halt in die klassische Kartenansicht wieder von Viewfinder. Das ist halt wirklich sehr praktisch. Was ich schon sagte, die App ist halt so eingestellt, dass auch bei minimalen Chancen ein Wetteralarm ausgelöst wird. Und jetzt kann ich halt wirklich im Speziellen nochmal gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Wetterphänomen wirklich eintritt. Und dann kann ich mal schauen. Das ist schon genau der Bereich, den ich mir vorher eingestellt habe. Und ich habe die goldenen Wolken auch schon vorgewählt. Und da kann man jetzt sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und ja, man kann sehen, ist nicht allzu hoch, aber wie gesagt, weil dieser Trigger sehr niedrig eingestellt ist, wird man trotzdem alarmiert. Und jetzt kann man natürlich selber entscheiden, ob man wirklich aufstehen möchte oder ob man es lieber nicht möchte. Gehen wir nochmal zurück. Und dann haben wir hier in dieser Wetteralarmübersicht, wo jetzt mein aktueller Wetteralarm drin steht, noch einmal die Möglichkeit, das Ganze zu teilen. Ich will meinem Kumpel Bescheid sagen, der mitkommen will zum Fotografieren, kann ich das hier über den Button tun und kann mir halt diverse Sachen, E-Mail, WhatsApp, das Übliche halt aussuchen und diesen Wetteralarm mit meinen Freunden teilen. Ja, kommen wir mal zu einem Fazit. Wie ich finde, eine sinnvolle Ergänzung zu der schon guten Viewfinder App. Wie gesagt, schaut nochmal hier in das Video rein. Da werden nochmal alle anderen Funktionen grob angerissen. Aber ich finde dieser Wetteralarm, wie gesagt, durchaus eine sinnvolle Ergänzung, weil man nicht immer wieder reingucken muss und selber nachforschen muss, sondern man legt sich einfach einen Wetteralarm an. Gerade so wie ich, wenn ich halt auch viel auf Reisen bin, jeden Tag woanders mit dem Wohnmobil, mache ich mir halt diese GPS-Funktionen an und weiß halt genau, oder werde halt genau benachrichtigt, wenn draußen was Spannendes passiert. Kritikpunkt, kann ich euch vielleicht nochmal zeigen, wenn ich halt mir diesen Wetteralarm konfiguriere, hätte ich es persönlich schön gefunden, wenn man dieses Quadrat hätte etwas vergrößern oder verkleinern können. Das geht leider nicht. Man kann halt den Kartenausschnitt größer oder kleiner machen. Aber das Quadrat an sich deckt immer den gleich großen Bereich ab. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn ich gesagt hätte, ich mache mal das Quadrat von hier bis hier ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Aber das geht daher nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß. Okay, das war es auch schon wieder. Kurze Vorstellung vom neuen Feature hier in der Viewfinder App. Wenn ihr selbst schon damit gearbeitet habt oder auch vielleicht selber schon so Wetteralarme erstellt habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne mal, was ihr vielleicht sonst noch so benutzt an Tools, an Hilfsmitteln, um eure Fototour zu planen. Würde mich auch mal gerne interessieren. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben da lassen und ich hoffe einfach, ihr schaltet im nächsten Video wieder ein. Bis dahin.